Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, habe ich im Hintergrund jetzt auch eine LED-Leuchtbox und wie ihr lesen könnt, handelt es sich heute um den DM-Haul für den Monat März. Ich war wieder einkaufen und möchte euch gerne zeigen, was ich mir so mitgenommen habe und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, als erstes habe ich hier von Nivea die hautverfeinernden Clear Up Stripes für normale und Mischhaut. Die nehme ich ja auch sehr, sehr gerne, auch um Unreinheiten und die Mitesser zu entfernen. Und ja, Nivea mag ich da sehr, sehr gerne und deswegen nehme ich mir auch immer wieder die von Nivea mit. Dann habe ich was Neues von Balea entdeckt und zwar ein Duschschaum in einer neuen Sorte. Und hier haben sie auch geschrieben, dusch dich, und davon gibt es auch eine Bodylotion, die ich von meiner lieben Lisa im Tauschpaket bekommen habe. Und ja, das ist die Sorte Vanilla Cream mit Vanille und Orangenduft für jede Haut. Ja, ich fand die Verpackung sehr, sehr hübsch und dachte mir, ich nehme das mal mit und teste es aus. Und ja, das spricht auf jeden Fall sehr für den Sommer wegen diesem Eis hier oben drauf. Und ja, freue ich mich schon sehr, das auszuprobieren. Dann habe ich mir noch ein Duschgel in Vanille mitgenommen. Und zwar das von Palm Olive. Das ist das Palm Olive Vanilla Pleasure Body Butter Creme Dusche. Und ich habe die schon öfters im DM gesehen. Und ja, jetzt habe ich mir die nochmal mitgenommen. Und ich liebe Vanille und deswegen musste dieses Duschgel mitkommen. Und auch hier die Verpackung ist eigentlich auch sehr ansprechend. Machen wir weiter mit Vanille, wenn wir jetzt schon dabei sind. Und da habe ich mir von Impulse mein Lieblingsdeo wieder mitgenommen. Das Vanilla Kisses 0% Aluminium. Und ja, das mag ich sehr, sehr gerne. Das hole ich mir auch immer wieder nach. Wenn ihr meine DM-Hauls seht, dann wisst ihr, dass das mein Lieblingsdeo ist. Und ja, deswegen musste das auch wieder mit, weil meins leer gegangen ist. Machen wir mal mit etwas Neuem weiter. Und zwar ist das von Garnier Skin Active ein Micellenwaschgel. Und ja, ich hatte ja schon das Micellenwasser und habe mir jetzt hier das All-in-One Waschgel mitgenommen für Mischhaut und empfindliche Haut. Entfernt wirksam Make-up, reinigt schonend und mattiert. Und ja, das ist für Gesicht, Augen, Lippen ohne Parfüm und das hat mich sehr angesprochen und ich wollte es unbedingt mal ausprobieren. Dann machen wir mal weiter mit einem Balea-Produkt und zwar ist das dieses hier. Das ist das Totes Meersalz Ölpeeling Lemongrass Duft und mit Mineralkomplex. Und zwar ist das so ein Duschpeeling mit Lemongrass Duft und das wollte ich auch einfach mal ausprobieren. Ich fand die Verpackung auch sehr ansprechend, auch wieder so frühlingshaft mit dem wunderschönen Grün. Und ja, freue ich mich auch drauf, das mal auszuprobieren. Ja, bleiben wir mal bei Balea und da habe ich mir wieder die drei Klingen Einwegrasierer mitgenommen. Die haben ja immer wieder eine wunderschöne Limited Edition, ein richtig tolles Design immer. Und ja, ich mag die drei Klingen Einwegrasierer sehr, sehr gerne und deswegen kommen die bei mir auch immer wieder mit. Dann habe ich mir eine neue Haarbürste mitgenommen und zwar ist das diese hier. Das ist die von Ebelin, die Holzbürste Mischborsten antistatisch und die habe ich ja bereits schon von Rossmann gehabt und ja, weil ich jetzt im DM war, habe ich mir die im DM einfach mal mitgenommen und ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber die hat halt zwischendrin immer noch mal diese kleinen Borsten und das soll halt diese Antistatigkeit verhindern und ja, ich mag diese Bürste sehr, sehr gerne. Mein geliebter Nagellackentferner von Evelyn ist wieder leer gegangen und deswegen musste eine neue Packung mit. Und zwar ist das der mit Mandelduft und ja, der ist acetonfrei. Den nehme ich immer wieder und ja, kann ich euch auch nur empfehlen. Außerdem habe ich mir auch von Balea die Oil Repair Intensiv Haarmaske mitgenommen. Ich habe ja daraus bereits schon das Shampoo und die Spülung und ich dachte mir, ich nehme jetzt auch mal die Maske mit und ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich liebe ja den Duft. Allerdings finde ich es einen Minuspunkt, dass das in so einem Pöttchen immer ist. Da kommt man immer sehr, sehr schlecht dran und ja, weiß ich nicht, wie ich das am besten verwende, weil ich immer wieder dieses Produkt unter den Nägeln habe. Und falls ihr da einen Tipp habt, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr diese Maske oder was auch immer in diesem Pot ist, immer rausbekommt. Wenn ihr da einen Tipp habt, wie ihr dieses Produkt verwendet, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, denn es würde mir sehr, sehr weiterhelfen und da würde ich mich sehr drüber freuen.
Als nächstes habe ich von Denk mit die feuchten Allzwecktücher mitgenommen. Die mag ich ja auch sehr, sehr gerne, um einfach mal zwischendurch was wegzuwischen. Und das ist jetzt die Sorte Granatapfel. Und ja, die hatte ich schon mal und der Duft ist wirklich sehr, sehr gut. Und diese Tücher kann ich euch auch nur empfehlen. Weiter geht's mit ein paar Masken und da habe ich mir 3 Stück mitgenommen. Einmal von Garnier Skin Active die Hautklar Anti-Pickel Thermomaske. Reinigt die Poren sofort und tiefenwirksam. Fand ich sehr interessant und wollte ich mal ausprobieren. Hat auch 2 Anwendungen mit jeweils 6 Millilitern. Dann habe ich mir von Balea Soft and Clear auch eine Anti-Pickel-Maske mitgenommen. Das ist allerdings jetzt eine Peel-Off-Maske für unreine Haut. Und ja, Peel-Off-Masken mag ich sehr, sehr gerne, weil man sie einfach dann abziehen kann, ohne noch großartig dran rumzuwischen. Und deswegen habe ich mir diese hier mitgenommen und die hat 2x8 Milliliter. Und als letztes habe ich mir noch von Schäbens eine Limited Edition mitgenommen. Und zwar ist das die Afrika-Maske. Reinigt sanft, pflegt intensiv und schützt mit Schlamm, Baobaböl und Shea Butter für alle Hauttypen. Und ja, hier fand ich auch das Design sehr, sehr ansprechend. Und auf dem Bild ist diese Maske grau. Da bin ich auch mal sehr gespannt auf die Anwendung und freue mich, die auszutesten. Ja, dann habe ich ein Produkt von Catrice mitgenommen und die habe ich auch schon verwendet. Und zwar ist das die Allround Concealer Palette mit 5 verschiedenen Farben. Und ja, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Ich habe sie jetzt öfters schon verwendet und der Grünton hilft mir wirklich sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich auch froh, diese Palette zu haben. Ja, als nächstes habe ich mir 4 Nagellacke aus einem Essence Sale mitgenommen. Und zwar ist das hier einmal Turn It Sunny. Das ist so ein gelblicher Topcoat und der macht halt so einen Effekt noch mit rein. Dann habe ich mir einen pastelligen Farbplack mitgenommen. Und zwar aus der I Love Trends Reihe. Und zwar ist das so ein richtig schönes Rosa. Dann habe ich mir so ein Vintage-Style-Topcoat mitgenommen und der ist so orange-gold glitzernd und den fand ich auch sehr interessant. Und als letztes habe ich mir einen Turn It Romantic Topcoat mitgenommen. Und ja, das sind einfach alles so Überlacke, die man über seinen Lieblingsnagellack tragen kann, wo das dann ein bisschen aufpeppt. Ja, meine Lieben, dann kommen wir auch schon zu den letzten 4 Produkten und dem Highlight dieses ganzen Videos. Und zwar haben vielleicht viele von euch schon mitbekommen, dass Astor aus dem Sortiment geht und das komplette Sortiment auf 50% reduziert hat. Da habe ich euch auch schon Bilder auf Instagram gepostet. Wer mir dort noch nicht folgt, kann das gerne jetzt tun. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und da habe ich mir 4 Produkte mitgenommen. Ja, als erstes habe ich mir einen 2-in-1 Kohl, Kajal und Konturstift mitgenommen. Das ist dieser hier und den habe ich mir hauptsächlich mitgenommen, um die untere Wasserlinie ein bisschen aufzuhellen. Und ja, das ist wirklich so ein ganz stinknormaler, ja, hellrosaner, weißer Kajalstift. Und ja, freue ich mich jetzt einmal zu Hause zu haben. Und dann habe ich mir 3 Lippenprodukte mitgenommen. Und einmal ist das der Matte Style Lip Lacquer geworden in einer wunderschönen Farbe. Das ist so ein richtig schönes dunkles Rot in der Farbe 230 Live Your Own Style. Und den mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe gehört, dass man damit trinken und essen kann und der Lippenstift bleibt da, wo er war. Und dann konnte ich auch nicht an den Lip Butters vorbeigehen. Und da habe ich mir als erstes den Soft Sensation Lip Butter Ultra Vibrant Color in der 018 Pretty in Fuchsia mitgenommen. Das ist auch so eine richtig schöne Fuchsia-Farbe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und der musste auf jeden Fall mit. Und als letztes habe ich mir Soft Matte Lip Color Butter in Matt mitgenommen. Das ist die Farbe 028 Vintage Chic. Und ja, auch hier habe ich eine wunderschöne Farbe ergattert und matte Farben mag ich sehr, sehr gerne und ja, freue ich mich drauf, die ergattern zu können. Und ja, wenn ihr jetzt auch Interesse habt, an Astor-Produkten im Sale zu ergattern, also 50% lohnt sich auf jeden Fall, dann würde ich sagen, müsst ihr schnell sein, weil ich weiß nicht, wie lange der Sale anhält. Aber ich bin super begeistert und freue mich sehr über die Produkte. Das war's auch schon mit meinem DM-Haul. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gerne euer Feedback in den Kommentaren da. Und wenn ihr mich noch nicht kostenlos abonniert habt, könnt ihr dies auch gerne jetzt tun. Und ich würde mich darüber auch sehr freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!